Hallo Kackbratzen. Amazing, you rock, sizzling. Totally hot. Sie ist wohl das berühmteste Mädchen aller Zeiten. Sie hat lange Beine und perfekte Proportionen. Sie liebt es, wenn ihre Fans sie fest anpacken, an ihr herumfingern, sie ausziehen, sie schminken, die Nächte durchfeiern oder mit Freunden einfach nur chillig in der eigenen Villa abzuhängen. Can I come to your house tonight? Sure. In all den Jahren passte sie sich immer etwas den zeitgenössischen Lifestyle an, aber im Kern blieb sie stets die Alte. Ein Idol für Milliarden von jungen Mädchen und teilweise auch Jungs, das jede Zeit und Krise übersteht. Und falls ihr euch jetzt fragen solltet, ob ich mal wieder viel zu viel Lack zum Frühstück gesoffen habe. Okay, vermutlich. Welcome to Barbie Explorer. From here, you can choose to play any single or two-player game. Es gibt natürlich eine unüberschaubare Menge von unterschiedlichen Barbie-Videospielen. Viele sind schlecht und der Rest ist einfach nur komplette Grütze. Heute sprechen wir aber nicht darüber, warum Videospiele für Mädchen einen eher käsigen Charakter haben und ca. 99% davon über Pferde handeln, sondern über ein spezielles Barbie-Spiel, das im Jahr 2001 für die PS1 veröffentlicht wurde, das uns ausnahmsweise nicht den Impuls gibt, uns den Finger bis zum Anschlag in den Rachen zu rammen, damit wir uns das Frühstück nochmals rückwärts durch den Kopf gehen lassen. Das von Roomkraft entwickelte Barbie Explorer macht vom Cover eher den Anschein, als hätte man irgendwie ein mädchengerechtes Tomb Raider entwickeln wollen, aber anstatt in hautenge und arschfressende Hotpants mit Cameltoe und ein bauchfreies Top, stopfte man die gute Barbie in ein Indiana Jones Gedächtnisoutfit. Then what happened, Professor? Das Gameplay hat allerdings nicht das geringste mit dem Spiel mit der guten alten Lara Croft zu tun. Bei Barbie Explorer handelt es sich mehr um einen waschechten Crash Bandicoot-Klon. Und man hat auch nicht wirklich viel Elfenstaub über das Gerüst geworfen, um den Diebstahl auch nur irgendwie zu verschleiern. I was only able to find one piece of the Mystic Mirror. The other pieces have yet to be found. This will make an incredible story for the paper. Die Story ist schnell erzählt. Da ihr es auf die Dauer langweilig wurde, sich entweder den ganzen Tag die Sonne auf den Arsch brennen zu lassen oder mit Ken auf einer Teepartie dämliche Gespräche über vegane Fleischersatzprodukte zu führen, beschloss Barbie, einen Job als Reporter anzunehmen. Ihr erster Auftrag führte sie gleich ins örtliche Museum, wo ihr ein leicht kaputter Spiegel auffiel. Dem Ding fehlen vier wichtige Teile, die über die ganze Welt verstreut sind, und weil sie nichts Besseres zu tun hatte, beschloss sie, sich ihre Safari-Kluft überzustreifen und auf Entdeckungstour zu gehen. Ihre Reise um die Welt bringt Barbie nach Tibet, Ägypten und Afrika, und am Ende wird sie auch das geheimnisvolle Babylon besuchen. Das Ziel ist es nun, einigen Bossen den Arsch zu versohlen und am Ende heil und ohne auch nur einen einzigen gebrochenen Fingernagel ins Museum mit allen Artefakten zurückzukehren. Jeder, der sich als Kind nicht zu tief einen Buntstift in die Nase geschoben hat, wird ohne Probleme die gute Barbie durch die Level steuern können. Wie gesagt, handelt es sich im Grunde um einen Crash Bandicoot-Klon, und so wird man fast ausschließlich vorwärts rennen oder über Hindernisse springen oder klettern oder auch Blöcke verschieben. Sie kann auch Wände raufklettern und sich über Abhänge hangeln, aber nie macht sie eine so butterweiche Figur wie die gute Lara. Ehrlich gesagt hat Barbie eher den Charme eines Stück Holz, aber das ist eben der Nachteil, wenn man aus Plastik besteht. Um das Rennen etwas aufzupeppen, darf Barbie auch Schlüssel aufgabeln, damit sie hier und da verschlossene Türen aufsperren kann. Hey, there goes an elephant. Es gibt auch einige Fallen und Tiere, die euch Probleme bereiten könnten, aber leider gibt es da einen kleinen Nachteil. Sie sieht zwar aus wie Lara Croft auf Wish bestellt, aber leider hat unsere Barbie keine Waffen in ihrer Handtasche. Man muss also seinen Feinden und auch den Bossen aus dem Weg gehen, wenn man überleben möchte. Je nach Schwierigkeitsgrad stehen einem wie immer mehr oder weniger Leben zur Verfügung, und man kann auch ein paar Herzen aufsammeln, um Barbies Gesundheit wieder etwas aufzufrischen. Wer will, darf auch Diamanten aufgabeln, aber das ist eher so unnötig wie ein Kropf. Jetzt haben wir hier es nicht unbedingt mit einem Hardcore-Jump'n'Run zu tun, und ich weiß jetzt auch nicht, ob ich mir unendlichen Hass auf mich ziehe. Aber Barbie Explorer ist eben ein Spiel für Mädchen, weshalb der Schwierigkeitsgrad dicht unter einem Rackritz Search for Raptor liegt, aber man sollte trotzdem das Spiel nicht unterschätzen. Die eigentliche Schwierigkeit besteht in der unglaublich beschissenen Steuerung. Egal, ob man mit dem Analog-Controller oder dem digitalen Steuerkreuz spielt, Barbie lässt sich nie wirklich gut kontrollieren, und am schlimmsten bekommt man das bei den Plattformeinlagen zu spüren. Die Sprünge sind absolut unvorhersehbar. Drückt man zu spät, dann reagiert die hohle Fritte erst gar nicht und rennt in den Abgrund, und drückt man zu früh, springt man ebenfalls in den Tod. Und so hat man im Nu 20 Leben verbraten.
Man muss also Sprünge absolut genau timen und auch die Distanzen sehr gut einschätzen können, sonst hat der Spaß sehr, sehr schnell ein Loch. Erschwerend hinzu kommt, dass Barbie nur zwei Geschwindigkeiten kennt. Laufen und gehen. Und generell läuft sie immer wie ein besoffener Sack auf Crack durch die Gegend. Möchte man gehen, sollte man die R1-Taste gedrückt halten. Einige Plattformen wird man nur gehend erreichen, da ein Sprung zu 100% immer in den Tod führen wird. Ich hab's ausprobiert. Vielleicht viel zu oft, als es mir lieb war. So gesehen ist Barbie Explorer das härteste Spiel, das ich in der letzten Zeit für diesen Kanal gezockt habe. Dieser Titel kennt kein Erbarmen. Barbie Explorer pisst auf Fairness und ein anständiges Gameplay und zurückbleiben gebrochene Herzen und Seelen kleiner Mädchen und Füchse. Die ersten Level in einer jeden Spielwelt beginnen auch immer relativ harmlos und sind auch nie wirklich lange. Ab dem zweiten Level zieht aber der Schwierigkeitsgrad und die Länge schon deutlich an, aber alles ist noch ziemlich machbar. Im dritten Level einer Welt benötigt man schon einen ordentlichen Batzen an Geduld und Geschick, damit man überhaupt einen Blumentopf gewinnen kann. Ehrlich gesagt habe ich damit nicht gerechnet. Teilweise ist Barbie Explorer schwieriger als ein Crash Bandicoot, was aber eben daran liegt, dass das Gameplay verfickt beschissen umgesetzt wurde. Von daher möchte ich das Vorurteil, dass das ein Spiel für Mädchen ist, auch gerne wieder zurücknehmen. Nach all den Hoppereiter-Spielen mit Barbie oder Bibi ist Barbie Explorer echt mal ein harter Brocken. Welcome to the Virtual Reality Training Level. Damit man nicht komplett ins kalte Wasser springt, bietet Barbie Explorer auch ein VR-Training genanntes Tutorial an. Ich habe keine Ahnung, welches Gras die Entwickler geraucht haben, aber ein VR-Training, das irgendwie an Metal Gear erinnert, fühlt sich hier irgendwie seltsam an. Yay, way to go! You finished the VR Training Course. Seltsam ist auch die Grafik. Für ein Spiel, das im Jahr 2001 für die PS1 veröffentlicht wurde, macht Barbie Explorer eher eine sehr mittelprächtige Figur. Die Level mit all dem Grünzeug und Zeugs sieht ja noch ganz okay aus, aber Barbie läuft, als hätte sie einen Stock im Arsch und ihr Gesicht zeigt deutliche Spuren von vielen fehlgeschlagenen Schönheitsoperationen. Da sah Michael Jackson in seinen späten Jahren noch besser aus. Vielleicht ist es ja auch ein Stilmittel, wie die häufigen Clipping-Fehler und Pop-Ins oder die vielen falsch platzierten Polygone. Und auch für die Zwischensequenzen hat man sich nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass die Zielgruppe sich eigentlich nicht wirklich groß um eine bombastische Grafik schert und das wussten vermutlich auch die Entwickler. Aber das bedeutet auf der anderen Seite nicht, dass man ein Spiel produzieren kann, das mittelfristig Augenkrebs erzeugt. Der Sound ist ziemlich zurückhaltend. Es gibt das typische Hintergrundgeklimper, das anscheinend mit zufälligen Noten komponiert wurde, als ob man eine Katze vor ein Klavier oder Xylophon gesetzt hätte. Zumindest bluten einem nicht sofort die Ohren, was ein absoluter Pluspunkt ist. Hin und wieder murmelt Barbie in ihren Bart. Insgesamt ist der Sound aber nichts Großartiges, aber auch nichts Schlechtes. Ich bin auch etwas selbst erstaunt über mich, dass ich über dieses Spiel ein Video gemacht habe. Irgendwie war es mal ein Teil eines Videos mit den schönsten Crash Bandicoot-Klons, das ich aber am Ende nie gemacht habe. Runecraft hat sich jedenfalls sehr große Mühe gemacht, so gut es geht, das Original zu kopieren und endlich mal nicht einen Reiterhof-Simulator für Mädchen auf den Markt zu werfen. Grundsätzlich kann man Barbie Explorer auch als sehr männlicher Mann zocken. So, Freunde, erstmal Shopping. Man muss eben nur einen Sack voll Geduld mitbringen, da man vermutlich sehr oft oder auch sehr schnell den Löffel abgeben wird. Das Gameplay ist sehr unzuverlässig und es ist auch nicht unbedingt das stabilste Spiel aller Zeiten, aber grundsätzlich kann man gut 25 Minuten Spaß damit haben. Natürlich ist Barbie Explorer jetzt kein Spiel, mit dem ihr bei euren Freunden angeben könnt, noch ist es eine verlorene Perle. Aber falls euch der Stempel Mädchenspielen nicht abschreckt und ihr generell auch mal alle Crash Bandicoot-Klone mitnehmen wollt, darf das Spiel auf eurer Liste nicht fehlen. Es ist jetzt auch nicht so schlecht gealtert, da die Grafik auch damals schon mies und das Gameplay komplett kaputt war. Aber es stellt eine gewisse Herausforderung dar, an denen ihr euch mitunter die Zähne ausbeißen werdet. Wer jetzt keine 60 Mark für das Spiel ausgeben möchte, findet in Romhausen auch noch eine gut erhaltene Sicherheitskopie. Ihr könnt also nichts verlieren, außer eurer Würde. Aber die habt ihr ohnehin schon verloren, sofern ihr treue Fans dieser Shitshow seid. Now, let's see what mysteries this mirror holds.
Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.